Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Conan Exiles. Heute auch Special Guest mit Mathilde. Oh, ich bin ein Special Guest. Ausnahmsweise. Ja, wir wollten jetzt nochmal ab in den Dschungel und diesmal aber mit dem Kartenraum. Genau. Ich überlege noch, brauchen wir sonst noch was? Ich stelle jetzt gerade noch mal vorsichtshalber zwei große Truhen her. Ja. Dass wir dann da auch direkt was lagern können. Der Kartenraum braucht ja ein Fundament, weißt du das noch? Nee, ich glaube nicht. Ach, zur Not können wir da Steine sammeln, mein Gott. Genau, das ist es. Kartenraum habe ich auf jeden Fall mit. Der ist in Rittersporn. Ich checke das nochmal. Ja, Kartenraum hat Rittersporn. Schleimsuppe hat er auch? Ja. Eifeile hast du? Nee, ich habe nur Eisenkopf und Schlangenpfeile. Dann müssen wir uns eigentlich mal Heilpfeile basteln, oder? Wir müssen noch Heilpfeile haben. Ja, du bist doch unsere Bogenschützin. Wohl, ich bin auch am Überlegen, ob ich meine ganzen Attribute hier von Stärke nochmal wegnehme. Ich habe 53 verfügbare Punkte. Nee, weil die unsere Sklaven kämpfen mir besser als wir. Dann habe ich jetzt auch nochmal zwei Bögen mitgenommen. Ja, ich meine nur, darum macht das noch Sinn, dass ich Nahkämpfer bin? Also ich habe jetzt allerdings nur 100 Heilpfeile mitgenommen, ne? Ja. Nee, was ich meine, ich packe meine nächsten Punkte nicht mehr in Stärke rein, ich packe sie jetzt in Präzision, damit man ein bisschen mehr schießen kann. Ich habe über 50 Punkte. Oh, kann man hier schnell updaten. Oh, müsste ich eigentlich auch mal wieder gucken. Oh, jetzt habe ich sie alle verbraten. In Präzision. Oh, ich habe auch. Kann man die neu zuteilen? Weißt du das? Nee, ne? Doch, es gibt doch irgendwie einen Trank der Leerung, oder wie der heißt. Vielleicht sollte ich die mal trinken. Kann ich hier ein bisschen von Stärke runtergehen und dann ein bisschen mehr auf Präzision. Oder ich bleibe im Allrounder. Mal gucken. Na, bauen. Baut haben wir auch schon ewig nichts mehr, ne? Wir haben alles ewig nicht mehr gemacht. Ja, stimmt, wir haben ewig nicht mehr gespielt. Naja, also von mir aus können wir los. Jo, meinetwegen auch. Was? Das Gute ist, wir müssen ja jetzt nicht so weit laufen, weil wir haben ja den Über. Es kommt ein Sandsturm! Halt, stopp. Beamen wir uns mal weg. Wenn die Säuberungsanzeige immer zurückgeht, wenn wir offline sind, wie könnte man das am besten verhindern? Indem wir den Dings online lassen, den Server. Ah, guck mal, hier ist ein neuer. Ach ja, übrigens, Carsten hatte noch eine andere lustige Idee, und zwar, dass ich dir Schilder mache, wo hier welches. Oh ja, weil es sieht ja alles gleich aus. Das sieht ja alles gleich aus. Es ist ja so dunkel und nebelig hier gerade. Ist schon weg. Sie. Aber Armband ist hier nicht eingestellt. Meins ist eingestellt. Ich bin im Dschungel. Wieso ist meins nicht eingestellt? Hast du das letzte Folge nicht gemacht? Dann darfst du jetzt laufen. Doch, aktiviert habe ich den. Anscheinend wohl nicht. Kacke. Dann gucke ich jetzt erstmal, dass ich hier irgendwo den Kartenraum aufstelle. So. Ja, such dir mal ein schönes Fleckchen. Der links daneben war der vom Brummbrumm-Tempel, da siehst du den nicht mehr, ne? Ich kann es dir jetzt nicht sagen, dafür muss ich jetzt den Karten. Ja, brauchst du nicht. Aber wird schon passen. Gebäude hier nicht zulässig. Überlagerung mit anderen Objekten oder Gelände. Oh. Halt mal kurz. Spannende Frage, bin ich jetzt
hinter dem Sandsturm oder vor dem Sandsturm? Ja, dann sehen wir uns irgendwie. Rittersporn, komm mal her hier. Später. Oh, du dummer Kerl, komm doch hier hoch. Nee, der Sandsturm kommt jetzt erst. Ich höre da ein Geräusch. Ja. Wie hieß sie? Ricenza? Genau. Okay, also ich glaube, wir müssen wirklich Fundament bauen. Wie gut, dass ich... Ich hatte noch welchen in der Kiste. Naja. Ja, ich stelle hier jetzt einfach erstmal Truhen hin. Dass ich so ein bisschen was machen kann. Zack. Das machen wir alles Stückchen für Stückchen. Ja! Eigentlich hätte ich jetzt auch mit dem Pferd kommen können, aber egal. Hättest du machen können, ja. Jetzt komme ich zu Fuß. Zu spät. So, dann... sammle ich einfach Zeug, um hier ein bisschen was zu machen. Genau, bau mal. Ich sammle gerade ein bisschen Zeug, um meine Sturmmaske reparieren zu können. Waren das hier schon alle? Lausiger Haufen. Hunter. Oh, ein Träger. Es tut mir leid, Träger Stufe 3. Vielleicht hat der ja was Interessantes dabei. Jo, da guck ich mal rein. Oh ja, hat er. Packe ich aber erst zu Hause aus. Okay. Ups, falsche Waffe. Federn, brauchen wir Federn? Alter! Ach. Gut, dass ich Rittersporn habe. Nehme ich mit. Ah, da liegt noch eine Leiche. Schon irgendwie absurd, wenn man sich freut, Leichen zu sehen, ne? Irgendwie schon, ja. Oh, da ist eine Riesenspinne. Die ist natürlich scheiße. Ach, die kommen sicher runter. Du hackst erstmal Steine oder Bäume oder sowas? Steine, Bäume, alles möglich. Ah. Also machst du so die Entspannungstour. Ja, und ich gucke hier gerade, wo ich dann die Fundamente platziere. Ach, geh kacken, Spinne. Oh, muss ich hier runter? Das ist aber steil. Hm. Scheiße.
Yippie, Schweinebacke! Haha, fuck you, Spider. Oh, ein Geist. Hm? Was willst du von mir, du verbackter Geist? Scheiße. Hier sind Eisensteine, aber die interessieren mich gerade. Kleiner Wurm. Willst du ewig leben? Ich auch nicht. So, Steine, wo seid ihr? Endlich könnte man. Ach, wie viel Holz. Jetzt habe ich genug gebraucht. Steine, Steine, Steine. Steine, Steine, Steine. Aber reicht denn nur, wenn wir den Kartenraum da aufbauen, ein, zwei Truhen und dann... Ja. Nee, da müssen wir... Muss ich einen Umweg laufen? Ich habe keinen Bock zu. Und hier geht's... Nee, das sind die Katzen. Okay. Yippie! Oh. Ach, hier sind Steine. Ich wollte gerade fragen, welche Taste brauche ich nochmal, um... zu rutschen, das war die R-Taste. Na, wenn du sie jetzt gefunden hast. Das ist wichtig, jupp. Ja, das, ich hatte es ja im letzten Video... Scheiße, hier geht's gar nicht weiter. Ist mir, ja noch, mir ist da noch eingefallen, man hätte ja diesen ja, man hätte leben können. Sich sparen können, indem man ein... Armband hätte entfernen können. Ja, egal. Ja, egal, ja. Die Stadt will ich mir aber noch nicht so genau anschauen. Da bin ich auf den lieben Heinrich warten. Ich will erstmal nur Steine sammeln. Ja, aber mit Heinrich dauert noch, du. Ich, ja, das ist mir klar, dass das wird. Ich glaube, das wird mit Heinrich in dieser Folge nichts mehr. Das habe ich mir auch schon so fast gedacht, als du festgestellt hast, dass du nicht hierher beamen kannst. Dafür habe ich meinen Weg eingeschlagen, den ich überhaupt noch nicht gesehen habe. Und einen Buggy Geist gesehen, der irgendwie gestöhnt hat, irgendwie nur mit breiten Armen da stand und keine Ahnung, was der wollte. Ich wollte auch einfach nur Hallo sagen. So, hallo Mensch, was machst du denn hier, du Horst? Bist also, hier falsch. Rumgeistern kann schon sehr einsam sein, ne? Ja. Der war auch schnell gelangweilt, der war auch wieder weg. Naja, bis du hier bist, habe ich auf jeden Fall die Fundamente so weit aufgebaut, dass wir da den Kartenraum drauf platzieren können. Das glaube ich auch. So, muss ich ja eigentlich nur hier die Landzunge folgen. Da, wo du ja rausgekommen bist, war ja direkt der Teleporter da, ne? Ne, wo waren der, Wo war denn der Stein, den ich anfassen muss? Der war da so ein bisschen oben. Wir mussten da ja so ein bisschen im Kreis laufen. Da, wo ich gerade eigentlich bin. Da, wo du bist. Okay, das wollte ich wissen. Ja, meine Maske mal reparieren. Und ich habe hier meinen Bewacher-Fuzzi dabei. Oh! Ein Zuchtmeister, den ich entzucht habe, hä?
Du hast den Zuchtmeister entzuchtet? Ja. Mach Krokodile. Ich höre was Bedrohliches. Da ist ein Gebüsch. Ich weiß nicht, was es ist. Warte, bis es kommt. Es ist nur ein Krokodil. Oh. Very bedrohlich. Ja. Ah, da ist der Weg runter. Ah, hier ist auch dieser Dungeon. Ich bin gerade bei diesem Dungeon, den wir uns mal angucken wollten. Welcher? Ja, welcher? Einer von den vielen, ne? Den wir noch nicht mal auf dem Plan haben. Der ist bei... Jetzt weiß ich, welchen du meinst. Ich weiß, K4. Guck auf K4. Da waren irgendwelche schnellen Viecher, die quasi unsere Sklaven platt gemacht haben. Wenn du es hier im Vorbeigehen mal wieder siehst, dann weißt du, was ich meine. Ja, ich habe jetzt da mal eine Markierung hingesetzt. Ach komm. Ich suche hier gerade einen Weg runter, weil hier oben sind irgendwie nicht so viele Steine. Ich glaube, im Dschungel allgemein gibt es nicht viele Steine, oder? Ja, deswegen. Und ich meine, das war ja ein ganz cooler Weg. Der war ja, hat sich so hochgeschlängelt. Aber ich versuche von hier oben gerade nur den Weg runter zu finden. Nein. Da ist er. Hat er es repariert? Also ich habe hier gerade ein paar Steine. Also wenn du was tragen kannst, nimm sie mit, die werden ja nicht schlecht. Also hier sind Arsch voll Steine, sehe ich gerade. Ich habe extra von Kleiner Wurm im Fach freigelassen. Dann bringe ich mal ein bisschen Steine mit. Jetzt wird es auch noch dunkel. Gut, dass ich diesmal an meine Fackel gedacht habe. Das ist wirklich gut. Weißt du ungefähr, wie viele Steine du brauchst? Nö, dafür müsste ich ja wissen, wie viele Fundamente ich brauche. Also mache ich erstmal 1000. Ja. Wie gesagt, werden ja nicht schlecht. Na klar, die haben auch ein Ablaufdatum. So. Oh, machen wir mal ein bisschen Licht an hier. Kleiner Wurm, ich bin überlastet. Hier, trag mal was. Halt mal kurz. Halt mal kurz, genau. Was meinst du? Ein dunkler Dschungel. Ah, im Dunkeln ist gefährlich. Gab ja noch so ein paar Viecher, die uns ja das Leben schwer machen, ne? Panther? Ja, so ein paar Viecher halt. Ja, ich habe ja meinen Leibwächter hier, den Rittersporn. Also wenn ich an Rittersporn denke, denke ich nicht an einen Leibwächter. Denke ich eher an die Person, die entweder eine Ehefrau flachlegt. Ach, hier sind hier die Schuhschnäde. Oder der erste ist, der wegläuft. Nee, dieser Rittersporn ist gut. Aua, böser Schuhschnabel. Der Rittersporn macht das nicht? Nein, der Rittersporn macht das nicht. Aber hier bei den Schuhschnäbeln sind Steine. Ich bin jetzt auch gerade unten am Fluss. Ja gut, ich habe jetzt 900. Wenn du jetzt auch eine Steinader gefunden hast, dann brauche ich ja hier nicht mehr kloppen.
Upsala. Upsala, sagt der Heinrich. Da geht's ja runter. Stirb bitte nicht. Ja, ich überlege gerade, was klüger ist, jetzt hier dem Fluss unten lang zu folgen. Ja, komm, gehen wir runter. Wenn ich sterbe, fange ich hier von vorne an. Du hast ja auch, bevor wir losgezogen sind, dein Bett nicht hier postiert, ne? Natürlich nicht. Denkst du, ich habe dazugelernt? Ich bitte dich. Großes Rittersport bist du denn? Du warst hier doch gerade noch. Rennst du rum? Ach, da unten bist du. Hier liegen sogar Steine am Das ist ja nett. Ih, ein Kaninchen! Kaninchen sind, müssen geboxt werden. Das sind Nazis. Und Pinguine, ne? Ja, aber Pinguine habe ich ja noch nicht gesehen. Naja, das stimmt. Hat mir hier mal ein Lagerfeuer aufgestellt? Wo ist hier? Im Dschungel, weil hier ist ein Landstreichers Rast. Okay, dann ist es nicht unser Lagerfeuer. Ich gucke da jetzt auch nicht. Ob es im Dschungel auch einen Sandsturm gibt? Oh, hi Kroko! Keine Ahnung, aber vielleicht gibt es da ja einen anderen Sturm. Hitzesturm, Tsunami. Tropischen Sturm. Hm? Ah, Krokos! Hey, die können ja schwimmen. Ja, die leben im Wasser, die Krokos. Aber es sind faule Krokos, die jagen mich nicht im Wasser. Na dann. Das wäre wirklich übel, wenn sie das hier im Spiel auch noch machen würden. Das stimmt. Ark hatte das, ne? Dass auch Wasserviecher dich da im Wasser angegriffen haben. Mhm. Das war echt nervig. Ach, das ist eine Megaschlange. Wunder mich schon gerade, was ist denn das? Los, knüppel es nieder, kleiner Wurm. Hilfe, kleiner Wurm. Ich hab schon wieder ein fliegendes Tier bei mir. Mama. Hier fliegt schon wieder ein Tier in die Luft. Tut mir leid, seht. Nimm es mir bitte nicht übel. So, ich laufe jetzt weiter diese Richtung, dann müsste ich ja auf dich hier, so bei dir sein bald. Okay. Ach nee, ich muss hier irgendwo hoch, verdammt. Aus dem Weg her, Kackvögel, ich hab keine Zeit. Okay, hier war schon mal falsch. Jetzt habe ich keinen Holz mehr. Ich glaube, ich habe jetzt langsam auch genügend Steine. Oh, ich muss da hoch. Oh, hier ist ein Menschenlager. Da ist nur einer. Bist du ein Netter oder bist du ein Loser? Sieht ja nach so einem Eingang aus. Gucken wir mal. Vielleicht ist der ja. Nein, er ist nicht nett. Tschüss! Also ich folge gerade so eine Straße. Da muss ich ja links abbiegen.
Oder auch nicht. Hier gibt es graue Kackvögel. Scheißvogel. Ich dachte, ich konnte hier vielleicht abbiegen, aber ich glaube, ich gehe in die Stadt rein. Sieht so aus. Ah, ja, muss ich hier ein bisschen Querfeld ein. Komme ich hier rüber? Ach, du schaffst das schon. Boah. Ja, Tor des Mondes. Habe ich auch keine Lust zu. Muss da Sporn, wo bist du? Ich muss dir was geben. Ich muss an Höhe gewinnen. So, also ich glaube, ich habe doch langsam genügend Fundamente. Wrack der Bachstelze. Oh, ich muss. Und muss auf die andere Seite. Tatsache, ich muss auf die andere Seite rüber. Ah, da ist der Dings. Scheiße. Verlaufen? Nee, ich bin hier quasi. Ich wollte nach links. Aber hier geht's wieder bergab. Aber ich muss doch eigentlich... Da irgendwie hier muss ich lang. Ah, ich will nicht wieder bergab laufen, weil... Das war ja oben irgendwo. Mhm. Kann man auf Bäumen klettern? Ja. Juhu. Ja, geht wirklich. Okay. Jetzt bin ich hier mitten im Dickicht. Das ist wie früher in Vietnam. Okay, ich muss nach links. Okay. Ja, ich höre gerade wie das Känguru. Das war ja in Vietnam. So. Naja, also es hat dem letzten Helikopter aus dem Beutel seiner Mutti zugewunken. Das weiß ich ja noch nicht. Oh, es gibt Gorillas. Echt? Cool. Ja, ich bin weg. Nee, Gorilla will ich nicht töten. Nö. Gorillas sind Vegetarier und essen den ganzen Tag nur Blätter und deswegen haben die immer so aufgedunsene Bäuche und düsen ganz viel Pups. Also... Ich mag Gorillas. Blähgorillas. Na, ich bin schon ziemlich nah. Oh, schon wieder so ein dummer Panther hier. Aua. Ja, töte die mal, die mag ich nicht. Aua, zwei Rittersporn, mach doch was. Alter! Das sind ganz schön viele Panther da, wo wir... lagern wollen. Egal. Ja. Ist halt so. Geh mir halt Fell, ne? Ja. Ah, ich seh's. Oh, ich seh einen Panther. Einen Toten. So. Oh, ich seh dich. So, jetzt ist Obelisk eingestellt, aber ich habe auch erst beim zweiten Klicken gefühlt. Nimmst du die Panther auseinander? Im Augenblick nicht. Dann nehme ich im Augenblick den wollte ich nur unseren Kartenraum hier machen. Da, schön ein bisschen Katzenfell abgezogen.
Siehst du, ich hab's doch noch in der Folge geschafft. Ist ja der Hammer. Ich bin begeistert. So, ich auch. Nee, ist noch zu... Oh, du hast Truhe in Truhe gemacht. Das ist ja wie bei Tarkov. Ja. Rucksack in Rucksack. So, ich kann dir hier mal... Kein Mensch. Ach, Knochen brauche ich. Nein, ich habe nicht weiterbauen. Ich denke jedes Mal, dass man zum Reparieren immer Pflanzenfaser braucht und Leuchtschleim, aber man braucht ja Knochen. So. Komm mal her, ich brauche deine Steine. Oh. 940 Steine hast du jetzt. War der Kartenraum echt so groß? Hm. Hm. Tada! Ein Kartenraum! Juhu! Mission. Ja. Dann kann ab jetzt das Erkunden losgehen, würde ich sagen, ne? Ja. Dann baue ich hier mal ein Bettchen auf. Gut, dass du es erwähnst. Ja. Ich habe das Bettchen die ganze Zeit in meinem Inventar. Ah, ich habe hier noch so einen scheiß Schuhschnabelkopf. So. Wow, das ist jetzt unser erster Super-Teleporter-Ort. Und Super-Teleporter? Ja. Wir können hin- und zurück beamen. Ist das nicht toll? Faszinierend. Hm. Mm. Ja, was ist denn hier so in der Nähe gewesen? Wollen wir uns die Stadt angucken? Stadt? Ja, das ist die Frage, macht man das noch in dieser Folge oder in der News? Man kann ja schon mal reingucken, ganz kurz, ein bisschen. Nur mal so gucken, Hallo sagen. Okay. Okay. Du hast ja die Ortskenntnis. Denk mal hier irgendwie runter, oder? Ja, irgendwie hier so über... In die richtige Richtung? Ja. Ja. Wir müssen nur gucken, wie wir hier runterkommen. Da müssen wir gucken, wie wir hier hochkommen. Also hier kommst du ganz einfach runter. Whee. Runter kommt man immer irgendwie, aber... So. Bin unten. Ich bin für dich. Ich weiß, danke. Und wo ist... Bist du? Links, rechts von dir. Da. Tief? Boah, aber hier könnte man so vorsichtig runterklettern, glaube ich. Oh, ist das tief. Ist da der Eingang? Keine Ahnung. Ich kletter jetzt hier einfach an der Seite rund. Hier erstmal wieder rauskommen aus dieser Ritze. Oh oh. Da unten ist auf jeden Fall irgendwas. Ah! Oh. Oh, 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 oh. Oh, da ist ein grüner Vogel. Ja, ich habe auch einen grauen schon gesehen. Ey, oh, das war knapp.
Ach, das ist kein Eingang. Vorsicht, grüner Vogel. Ey, du kleines Arschloch. Gib mir Federn. Oder auch nicht. Schmackhaftes Fleisch. Ist das hier irgendwas? Nö. Eine Tür, aber das ist... Okay. Also hier ist nix. Was sind das hinten für Heinis? Mutanten? Und so ein... Ich weiß es nicht. Und war das so ein grauer Schuhschnabel? Ja, den habe ich auch schon zerlegt. Hast du nicht gesagt, dass hier Gorillas oder so sind? Das ist Gorillas? Das ist doch kein Gorilla. Das ist irgendwas anderes. Sieht aus wie ein Yeti oder so. Auf jeden Fall kommt es auf uns zu. Mutierte Schimpanse! Was ist das? Aua. So, was ist das? Der näher. Na, egal. Schade, ich habe auch keinen Kopf gekriegt, dass du uns nee, das sagt. Nee, ich auch nicht. So. Also super stark sind die jetzt nicht. Ja, aber ich bin schon froh, dass wir unsere Kumpels dabei haben. Ja, klar. Weil ich glaube, sonst wären die echt fies. Und es ist gut, dass wir schon doch etwas höher gelevelt sind. Die Waffen machen das. Aus, was wir... Das auch. Hat auf jeden Fall Reißzähne. Und gibt schmackhaftes Fleisch. Dafür habe ich noch einen Schuhschnabelkopf. Okay. Scheißviecher. Aber das scheint so was wie eine Art Hafen oder so zu sein, wenn man auf die Karte schaut. Wenn man so in die Richtung. Ja, ja. Geht. Das vor uns dazwischen ist ein Tor und das ist so ein römischer Hafen oder so, ja. Das sind aber nicht die Gorillas, die du gesehen hattest. Nee, doch. Glaube nicht. Es sieht ja schon irgendwie mutiert aus oder so. Das kann man ja mal abschlachten. Vielleicht habe ich, was ich gesehen habe, war einfach ein schwarzer von denen. Weil von den Vögeln gibt es ja auch unterschiedliche Varianten. Hey, Rittersporn, ihr hört da. Oh, da kommt einer. Ah, die rennen immer so motiviert los, ne? Mhm. As the snake strikes, so do I. Ich will da. Ich krieg keinen Kopf von diesen Viechern. Ich voll unfair. Ahaha! Aber ein Totenkopf sollte man hinkriegen, oder? Ja, ein Totenkopf kriegen wir hin. Zu spät, kleiner Wichser! Oh, doch nicht so ganz. Dämonenblut, Stahlfeuer. Yeah. Ich habe 40 Dämonenblut bekommen. Aber ich habe immer noch keinen Kopf. Was ist das für ein Viecher? Bin bald überladen mit diesem Scheißzeug. Wir sind blöd. Ich habe gerade Blüten. Ja. Da ist noch ein. Ich glaube, ich habe bestimmt so ein Vieh vorhin gesehen. Die Entwickler dachten sich auch, Gorillaschlachten lassen wir nicht abschlachten. Da leuchtet auf jeden Fall was. Ja. So lila Leuchtfeuer sind links da und rechts aber, ne?
Vielleicht muss man beide ausschalten, damit sich was aktiviert. Ich hab keine Ahnung. Oder vielleicht muss man einfach hier weiter in die Mitte gehen und hat aber so ein bisschen was von hier den Tempel. Der himmlische Platz. Cool. Ja, da geht's ganz tief runter. Da springe ich jetzt aber nicht runter. Nee, auf keinen Fall. Wie kommen wir da hin? Boah, das dauert. Halt, stopp. Ich du doch springen? Nee, ich würde hier sagen, wir machen hier erstmal einen Break. Okay. Und nächstes Mal geht's dann weiter. Die Erkundung. Wie heißt dieses Gebäude? Der himmlische Platz, ja genau. Wir sind in der vergessenen Stadt von Xela und haben den himmlischen Platz. Genau, nächstes Mal geht's weiter. Genau. Darum. Ich habe meinen Tee vergessen. Ha, ich nicht. So, dann liken nicht vergessen und die, die noch nicht abonniert haben, lasst mal ein Abo da. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.